Hallihallüle, hier wieder euer Darsteffen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Und ja, wir machen gleich mal weiter und gehen auch jetzt weiter in die nächste Gegend und schauen, wo es uns jetzt hinverschlägt. Denn ich werde es ein bisschen Survival ähnlich machen. Ich werde einfach umherziehen, mir neue Gegenden erkunden, neue Gegenden erforschen und so weiter und so fort. Und natürlich auch viel Spaß mit dieser Folge wünsche ich euch. Und ja. Wenn uns schon hier das Schweinefleisch so angrinst, nehmen wir es auch gleich mit. Na komm. Gib Schweinefleisch. Tut mir leid, Öngis. Ich nehme euer Fleisch einfach mal mit. Ich brauche nämlich ein bisschen Nahrung für unterwegs. Wo auch immer ich landen werde. Autsch. Ich glück der Sprung. So. Oh, was haben wir da? Wieder eine Buchtung. Da tun wir auch. Na gut, dann geht's nicht so weit groß rein. Hua! Das war eine echt gute Idee gerade, zu springen. Ja, nicht. Und wir gehen einfach mal weiter. Schauen, wo es uns jetzt noch hin verschlägt. Ich habe jetzt in letzter Zeit, das Base von Turbinator geschaut und ja, er macht ja auch so ein bisschen Survival ähnlich. Da dachte ich, ich mache das auch mal so, dass ich einfach mal in der Gegend umherziehe. Und jetzt bin ich in der Moorlandschaft gelandet, wie es aussieht. Ein klein zumindest. Mal schauen, was ich hier noch so finden werde. Mega Tannenbäume. Krass. Oh, ich habe keine Knochen. Oh Gott, eine ganze Herde. Hey. Oh, danke für das Fleisch, meine Lieben. Ich habe leider keine Knochen dabei. Sorry. Ich hätte euch am liebsten alle getamed. Mitgenommen. Als Wachhunde. Ihr beschützt ein wenigstens vor Zombies. Was haben wir da noch? Das sieht dunkel aus. Ich gehe einfach mal in die Richtung weiter. Um einfach mal um zu sehen, was es hier noch so gibt. Biome. Hallo Michimu. Ihr seid so süß. Eigentlich will ich euch gar nicht töten. Aber naja. Nahrung halber muss ich euch schlachten. Tut mir leid. Hä? Ach, rohes Schweinefleisch, rohes Hammelfleisch, Rindfleisch. So verhungern werde ich schon mal nicht. Oh, ist eine Höhle.
Ich schau mal ganz kurz rein. Was bist du denn jetzt nicht der Creeper? Du bist ja blau. Bist du. Hast du einen Zustand oder was? Blauer Creepy? Der Creeper ist blau, der ist im Zustand, ey. Der hat einen Rausch. Die Sau. Hat ja heimlich gesoffen. Oh, was haben wir hier? Nichts weiter. Da verstehe ich die Fackel nicht. Wir gehen wieder. Juhu! Ein kühles Bad bei der großen Wärme. Perfekt. Mann, so viele neue Blume eingefügt in das Spiel. Das ist krank. Das Chroma Hills Texture Pack ist so geil. Sieht alles so viel schöner aus als mit dem letzten, das ich hatte. Da muss ich echt mal sagen. Echt mal Respekt an die Entwickler, die hier die ganzen Texturen und so machen. Und auch an diejenigen, die die Texture Packs erstellen. Also derjenige, der Chroma Hills macht, die muss ich echt mal ein großes Lob aussprechen. Ein schöneres Texture Pack gibt es eigentlich gar nicht. Muss ich sagen. Na gut, Honeyball ist auch gut, aber die macht, glaube ich, ihr Texture Pack zurzeit auch nicht mehr weiter. Also die updatet das nicht mehr. Und Chroma Hills macht das, glaube ich, sehr regelmäßig. Dass das auch immer spielbar ist. Was ich sehr schön finde. Ja, ich muss sagen, die Texturen sehen auch alle echt klasse aus, ne? Mal so zwischendurch gesagt. Man muss das ja auch mal ansprechen. Denn ein Texture Pack ist auch nicht mal so von heute auf morgen gemacht. Da braucht bestimmt auch so seine Zeit, wenn man das erstellt hat. In vollem Umfang. Guck dir mal die Blätter an. Denkt man, das ist echt. Das ist echt krass. Oh, hier geht's in die Höhle rein, wa? Warte mal, ich stelle mal hier oben eine Fackel hin. 1, 2. Oh, ich schau's mir einfach mal an. Höhlen locken mich eh immer magisch an. Weiß auch nicht warum. Ja, mega Höhle. Wow. Echt krass. Ich bin voll baff, was ich hier gefunden habe. Aber egal, die Kohle kommt trotzdem mit. Komm. Gole, 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 gole. Das ist der Gole-Song. Ja. Fast wie jetzt, wenn man auf den Schatz getreten wäre. Oh Gott. Beinischer geht's nicht, oder? Oh mein Gott, ey. Ich versuche auch irgendwie voll rumzubekommen und dass der Gesprächsstoff nicht ausgeht. Naja, da labert man manchmal schon schön Scheiße daher. Versucht die Folge noch irgendwie witzig zu hinzubekommen, dass sie lustig sind. Wo greift er nicht an? Hallo, du Spacko, hier bin ich. Hehe. Tja. Wer zuerst angreift, hat einen Vorteil. Ey! Ey! Komm her! So. Ich darf mich doch hier nicht tot machen von euch. Ihr spinnt wohl. D
Da seid ihr bei mir an der falschen Stelle, Freunde der guten Unterhaltung. Ich sehe auch, es wird schon wieder langsam Nacht. Na toll. Das freut mich jetzt natürlich überhaupt nicht. Das heißt, irgendwo einbuddeln oder rechtzeitig schlafen, dass ich nicht spawnen kann. Immer so oder so. Geil. Sieht auch nicht schlecht aus. Sie hat echt eine coole Gegend generiert. Mal sehen, ob ich meine alte Gegend wiederfinden werde. Wahrscheinlich nicht. Nicht so einfach. So. Aber schlafen, bevor es überhaupt was gespawnt wird. So. Weil geht's mit dem Bettchen hier. Bett hast du einfach mal mitgetragen. Sehr realistisch. Sehr realistisch. So, ich kann hier die ganzen Blumen mitnehmen, Alter. Mache ich nicht, weil ich will mein Inventar hier nicht zu müllen. Chingwings. Hallo. Komm her. Ihr habt's hinter euch. Der Schlachthof ruft. Plüm. Ich Tierschänder. So, Fleisch habe ich schon mal genug da. Das kann ich schon mal so sagen, wie es ist. Verhungern werde ich nicht. Oh Mist. Weiß nicht, was ich noch machen wollte. Ich wollte ja noch einen Kompass bauen. Mist. Ich Vollpfosten. Vergesse ich, wer der Hälfte zu machen, ey. Mann, ey. Money! Money! Ich raste aus! So. Das geht immer schön auf mein Zimmer, das so macht. Aber drauf geschissen. Hier in der Gegend bleibe ich, Alter. Das ist ja so geil hier. So bunt. Gefällt mir richtig. Hier haben wir Kuhfleisch rum. Hallo Muchimu. So. So. Versteckst du dich im Baum oder was? Keine Chance gegen mich. Baum verstecken bringt nichts. Ich glaube, ich bleib hier irgendwo in der Gegend hier. Das ist ja so genial. So schön bunt alles. Oh. Hi. Ich habe hier was Schönes entdeckt. So und so. Oder ein paar Fackeln. Fackelmann. Ich schau einfach mal, was es hier so gibt. Wieder eine Höhle. Oh, mit einer Dungeon. Scheiße. Jetzt habe ich doch genug. Oh. Hey. Aber nach unten bauen muss ich mich jetzt irgendwie. Oh Mann.
Warte mal. So. Ich werde einfach was machen. Bevor ich da reingehe. Also auch mal weg hier. Stört alles. Weg, habe ich gesagt. Nicht hier respawnen. Sondern. Hier am Ausgang. Baue ich mir jetzt mal den Ofen hin. Oder mehrere. Ah, ich baue mir gleich mal zwei hin. So. Ja, noch 15 rein. Da das Fleisch rein und da das Fleisch rein. Durchbraten. Und ja, die Folge seid jetzt auch schon wieder drüber. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. BZW Wochenteiler. Und ja. Wir sehen uns in 2 Tagen am Freitag wieder zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Wie immer an derselben Stelle, selben Welle. Euer Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane. Ciao mit V und Mampf. Nein. Mampf. Ciao, Laui.